So, dann können wir uns den Point of Interest hier gerade holen. Hi. Den habe ich gekillt. Überschüssige Kleber. Yay. So, und hier habe ich... Hi. Hier habe ich irgendwo... Da ist er. Den habe ich noch gekillt. Nice. Cool. Können wir weitergehen? Irgendwo in diese allgemeine Richtung. Sollten eine andere Waffe auswählen. Vielleicht mal das hier. Und ein bisschen Munition für den Ausputzer sparen. Die gehört doch irgendwem, oder? Ne, sie gehört niemandem. Er holt sie sich jetzt. Soll er haben. Darf er gerne haben. So, wir sind zurück auf der Straße. Wie weit haben wir denn noch? Nicht mehr lange. Wir sind fast da. So, was haben wir hier? Ein Damm. Ein Point of Interest. Stufe 40 Supermutanten, die lasse ich mal, die lasse ich mal Supermutanten sein. Brauche ich nicht. Renne ich dran vorbei, das passt schon. Das passt schon. Wir kommen ja öfter dran vorbei, also von dem her. Nehme ich irgendwann später mit. So, da oben ist nicht mehr weit. Wir haben es fast. Gucke mal deinen Koffer. Notiz! Hey Schnucki, schnapp dir die Katze und mach dich auf den Weg. Dein Ziel? Berkeley Springs. Es gibt dort eine Gruppe starker Leute, die Überlebende beschützt, also auch dich. Hol dir dieses Ding, das sie uns versprochen haben, Impro. Gebe meinen Bruder in Harper's Ferry suchen und treffe dich dann dort. Kraul Dubby schön den Bauch von mir, ich liebe dich. Na, no. Mit einer Pfanne losgezogen. Weil, wie wir alle wissen, Pfannen sind in Spielen die beste Waffe. Ich fühle mich leicht verfolgt. Aber solange man mir nicht die Erfahrungspunkte wegschießt, ist das in Ordnung. Ach, das Teil habe ich entdeckt. Ich dachte gerade. Ich habe mich leicht erschrocken. Ich habe eben Blutkäfer vor der Nase gehabt. Erste Blutkäfer. Kann sie nicht leiden, die sind wie Moskitos. Wo sind die Mistviecher? Ah, Level up. Ich erschrecke mich heute öfter, ja. Das ist wahr. Waren das alle? Nice. Oh, Aluminium. Meine... Finger weg von meinem Terminal. Das kriege ich im Zweifel alleine gehackt. Status entriegelt. Nice. Cool. Let's fetch!
Der nächste Schritt besteht darin, die Ersatzmotoren zu finden. Wenn mich mein Gedächtnis nicht täuscht, befinden sie sich in seinem Generatorraum mit der Werkbank. Danach hast du die spannende Aufgabe, ein paar Heizspulen zu finden, um sie zu verbessern. Dadurch kommen die Kühler besser mit der Feuchtigkeit aus dem Sumpf zurecht. Die gute Nachricht, ich habe zwei davon in meinem Bunker. Die schlechte Nachricht, du brauchst noch drei weitere. Rawley hat bestimmt auch welche. Also solltest du dort alles absuchen, wenn du schon mal da bist. Danach wären Ella Ames Bunker und der Sendeturm in der Nähe die nächsten Optionen. Komm zurück, sobald du alles hast. Die nächsten Schritte werden abgespielt, sobald du wieder hier bist. Hoffentlich. Hoppla, ich hab noch was vergessen. Szenario 1, Nachtrag. Rawley hat Baupläne, mit denen du Schutzausrüstung für die ganze Lauferei durch den Sumpf herstellen kannst. Die wird dir helfen, dich zu tarnen und es den neuesten evolutionären Wundern der Natur schwerer zu machen, dich zu entdecken. Könnte also nützlich sein. Abby, Ende. Okay. Hi. Lass mich, ich habe einen rasenden Speer. Es sind 2 Wochen vergangen, seit ich Trish und Marty verloren habe. 2 Wochen, seitdem wir Harpers an diese Dinger, diese Verbrannten und diesen Albtraum verloren haben. 2 Wochen lang habe ich mich für Mike und Megan und all die anderen zusammengerissen. Tja, Rippchen, ne? Sam, wo zum Teufel bist du? Ich könnte jetzt wirklich meinen besten Freund gebrauchen. Das war unsere Sache, weißt du? Wir haben uns das zusammen vorgenommen. Dann ging es bei dir mit den Geheimnissen los, dem Verschwinden. Du hast Emily praktisch rausgeworfen. Und jetzt soll ich der Nächste sein? Ich war über 40 Jahre lang dein bester Kumpel. Ich hatte darauf vertraut, dass du mir beistehst. Wenn du wenigstens so tun würdest, als würde dir jemand etwas bedeuten, hättest du mir helfen können. Vielleicht hätte ich mich nie entschlossen, Harper's Ferry wieder aufzubauen. Vielleicht wäre die Hälfte meiner Familie noch am Leben. Seife. Cool. Ich hab die Baupläne gelernt. Kenn ich schon. Hier vorne war noch ein Holoband, das hätte ich gerne gehört. Läuft die Aufnahme? Ja. Guck nochmal nach. Schon gut, Eddie. Die Aufnahme läuft, Herrgott. Okay, Madigan. Willst du uns vielleicht erklären, warum du an unserem Zeug rumgebastelt hast? Hey, ihr Leute versteckt euch immer in euren Bunkern. Irgendwie musste ich doch eure Aufmerksamkeit auf mich ziehen. Und überhaupt, so eine schräge Vorrichtung? Natürlich wollte ich herausfinden, wie das Ding funktioniert. Dann kamt ihr voll bewaffnet und kampfbereit rausgestürmt, also nehme ich an, es ist ziemlich wichtig. Was du da fast zerstört hast, ist ein Brandbestienköder. Es ist unsere beste Verteidigung gegen die Monster. Wie bitte? Ihr lockt diese Dinger absichtlich an? Die Freien Staaten haben echt Mumm. Selbst mit Truppen wie euren sind die Viecher eine ziemliche Herausforderung. Es lockt sie nicht nur an. Wir sind in einem der alten Außenposten der Bruderschaft auf Forschung und Technologie gestoßen. Ella hat herausgefunden, dass wir Brandbestien lange genug desorientieren können, um sie zu erlegen, wenn wir sie mit einer bestimmten Frequenz bestrahlen. Nirash und Abby haben sich die Technologie vorgenommen. Wir haben sie getestet. Und es funktioniert. Das könnte einiges ändern, Raleigh. Wenn das die Wahrheit ist. Es ist wahr, Hank. Und das System wäre schon bereit, wenn wir nicht mit den Raidern zu tun hätten. Hey, wenn die Sache wirklich so wichtig ist, können die Feuerteufel sich um die Raider kümmern. Aber erst will ich wissen, wie dieses System funktioniert und es in Aktion erleben. Wenn du glaubst, dass wir unsere Arbeit einfach so an ein ehemaliges Mitglied der Bruderschaft vergeben, hast du dich geirrt. Wenn du herausfinden willst, wie das System funktioniert, musst du dich erstmal beweisen. Musst du dich beweisen? Nice.
jetzt muss ich Ellas Bunker. Und meinen Gegenstand bergen. Und die Heizspulen aus Debbys Bunker. Okay. Okay. Bedeutet, wir müssen den halben Weg wieder zurücklaufen. Für Ellas Bunker. Die Baupläne habe ich gefunden. Lernen kann ich sie auch nicht mehr. Okay. Das wird mir jetzt einfach angezeigt, einfach weil. Gut. Da müssen wir einen Gegenstand bergen. Aber unter Sonstiges, das hat nichts mit dem Dings zu tun. Gut, dann gehen wir Richtung Ellas Bunker. Da, halben Weg zurück. Können wir uns aber bis Thunder Mountain porten? Nun ist das nicht mehr ganz so weit. Machen wir das doch. Ein Haar, das mich an der Nase kitzelt hier. So, wir sind zurück bei Thunder Mountain. Jetzt müssen wir hier einmal quer rüber. Machen wir das doch mal eben. Zecken kann ich auch nicht leiden. Da oben ist ein Siedler drin. Cool. Ach, weil ich mich hier durch das Wasser bewege, bin ich jetzt krank geworden. Hey! Es hört nie auf. Ja, so ist das leider, ne? Hallo. Haus verlassen. Ich dachte eigentlich, es wäre eine clevere Idee, hier rauszukommen und mir ein vollmöbliertes Gebro. Haus ganz für mich allein zu suchen. Ja. Dann war diese irre Explosion und dann kam plötzlich dieser komische Rauch heruntergezogen. Von dort, wo früher mal die Berge waren. Tja. Wir müssen hier dringend sauber machen. Da bekommt der Satz, wie vom Erdboden verschluckt, eine ganz andere Bedeutung.
wieder rüber. Verfluchte Zecken. Die haben uns echt noch gefehlt. Danke für die Hilfe. Werden wir nicht vergessen. Sieht aus, als wird's Regen geben. Bitte. Ich hab bei den Zecken geholfen. Oh, Haarklammern. Ha! Nice, was haben wir drin? Nicht ganz so viel. Mach dies sauber, reparier das. Es hört nie auf. Man kann es euch aber auch nicht recht machen, ha? Huh? So, da ist der Bunker, da muss ich hin. Dann gehen wir da doch mal hin, auf zum Bunker. What? Auf in den Bunker. So, da sind wir. Baupläne, die habe ich gelernt. Lady TV, moin. Schön, dass du da bist. So, Heizspulen brauchen wir hier. Okay, finden wir ein paar Heizspulen. Schulde das ganze Bier. Ich habe Parasiten. Parasiten finde ich doof. Heilmittel. So. Hier drin ist so still. Viel zu still eigentlich. 15. Juli 2079. Wow. Wer hätte gedacht, dass ein bisschen Strahlung die Welt so auf den Kopf stellen kann? Wir waren, wie lange, vielleicht ein paar Jahre in dem Bunker. Ich kann mir kaum vorstellen, dass Strahlung allein in einem so kurzen Zeitraum so viel angerichtet hat. Da wären zum Beispiel diese orange-roten Ranken, die sich überall langschlängeln. So etwas hat es noch nie zuvor gegeben. Ich habe eine Kröte gesehen, die größer als eine Badewanne war. Einen Zwölfender mit zwei Köpfen. Und Insekten, von denen du sicher lieber nicht hören willst. Ich habe angefangen, Proben zur Analyse zu entnehmen. Hoffentlich lassen sich die Pflanzen wenigstens als Naturheilmittel nutzen. Raleigh macht sich daran, die Erde und das Wasser zu untersuchen. Wir können uns wohl glücklich schätzen, dass man die Luft atmen kann. Aber dieser Ort? Ich bin hier aufgewachsen und erkenne kaum etwas wieder. Auf so etwas waren wir nicht vorbereitet. Erhöhter Giftgehalt, kleinere Mutationen, klar. Aber ganz ehrlich, Darwin würde hier draußen seinen Verstand verlieren. Cool, cool. Feuerzeug nehme ich mit. Es ist so ordentlich hier drin. Ordentlich und ruhig. Viel zu ruhig. Ich mag es ruhig, ja. Aber das hier ist creepy ruhig.
Liebste Abigail, liebster Calvin, ich habe Ella gebeten, euch im Fall meines Todes dieses Holoband zu überreichen. Bitte gebt ihr nicht die Schuld dafür, was ihr gleich hört. Dies sind meine Wünsche. Ella hat sie respektiert und ich hoffe, ihr tut es auch. Ja? Ich habe Parkinson. Mir bleibt noch viel Zeit, ein normales Leben zu leben. Nun ja, so normal wie eben möglich. Doch eines Tages wird mein Gesundheitszustand sich so weit verschlechtern, dass ich mich nicht mehr um mich selbst kümmern kann. Ich liebe euch beide sehr, und das wisst ihr auch. Aber ich will euch nicht zur Last werden, meine Kinder. Erst recht nicht in dieser düsteren Zeit. Wenn mein Plan funktioniert hat, dann hat mein Tod wenigstens etwas bedeutet. Ja? Bitte habt Verständnis, dass ich euch das vorenthalten habe. Abby, du bist klug genug, um unsere Arbeit zu Ende zu bringen. Calvin, aus dir wird ein feiner junger Mann. Deine Mutter wäre sehr stolz gewesen, aber nicht so stolz wie ich. Bitte kümmert euch umeinander. Ihr könnt das alles durchstehen. Das weiß ich. Ah, ist vorbei. Bei den langen Pausen weiß man nie, ob es vorbei ist oder nicht. Ella's Terminal. So, was haben wir denn hier, ha? Huh? Forschungsstudien. Krankheiten, noch nicht vollständig. Aha. Verbrannter. Strahlungssignatur der Verbrannten. Eine Reihe von Tests hat gezeigt, dass Verbrannte eine spezielle Strahlungssignatur aufweisen. Die Strahlung ist allerdings nur schwach. Sie verursacht also im Gegensatz zu den anderen äußerst radioaktiven Kreaturen in der Gegend keinen Schaden, wenn man ihnen zu nahe kommt. Es sei denn, man ist auf Armlänge. Oder die Kreatur hat eine Waffe in der Hand. Ich hoffe, Nirai kommt mit diesen Informationen etwas anfangen. Vielleicht kann er ein Gerät basteln, das uns warnt, wenn es die Signatur erfasst. Oh. Cool. Gegenseitige Erkennung. Wir wissen bereits, dass der Brandvirus auf jedes Lebewesen übertragen werden kann. Von Maulwurfs, Ratten bis zu Menschen. Der Virus kennt keinen Unterschied. In Harper's Ferry konnten wir beobachten, wie eine Gruppe aus Brandbestien und Verbrannten Seite an Seite angriffen. Seitdem haben wir weitere verbrannte Kreaturen gesehen, die erkennen, wenn andere Tiere von derselben Krankheit befallen sind. Vielleicht ist es doch eher ein Parasit statt ein Virus? Oder etwas noch Komplexeres, eine Art kollektive Intelligenz? Interessant, wir lernen was über die Verbrannten. Brandbestien. Die Brandbestien haben sich an die Spitze der Raubtiere in Appalachia gesetzt. Sie entwickelten sich zweifelsohne aus einer Spezies von Fledermaus, was bei ihrer Größe natürlich unheimlich faszinierend ist. Ich stelle mir gern vor, dass sie von den winzigen Fledermäusen abstammen, die wir immer aus den Höhlen gejagt haben, als ich noch ein kleines Kind war. Mein Vater sagte damals, eines Tages würden sie sich rächen. Natürlich kann ich in dem Labor hier keine DNS-Tests durchführen. Es wird also bei der Theorie bleiben. Aber wenn sie noch über fledermausartige Eigenschaften verfügen, könnten wir versuchen, sie mit hohen Tönen zu verwirren. Aha! So. Rothschild. Wie meine Oma schon immer gesagt hat, bietet einem der Wald alles, was man braucht. Ich habe faszinierende Forschungsdaten der ursprünglichen Bewohner von Vault 94 gefunden. Gott hab sie selig. Wie ich das verstehe, haben sie die Blüten einer roten Ranke benutzt, um sich vor Strahlung zu schützen. Oho. Ich bin mir ziemlich sicher, dass sie damit die Würgepflanze meinten, von denen wir mittlerweile befallen sind.
habe meine Forschungsdateien auf ein Holoband übertragen, damit ich alles mit beieinander habe, wenn ich es ihm, keine Ahnung, zeige. Er wird ausflippen. Und jetzt zur größeren Herausforderung, unbeschadet dorthin zu gelangen. Ich nehme Randys Schrotflinte in der Hoffnung mit, dass er auf mich aufpasst. Wenn du eine zerfleischte kleine Leiche findest, ist das wahrscheinlich meine Wenigkeit. Höre einfach auf zu heulen und bring ihm das Holoband. Oh, organische Lösung ist eine neue Quest. Cool. Wir machen uns eher auf den Weg hier runter, so könnten wir unterwegs daran vorbeigehen.